herzlich willkommen. Neuer Tag, neues Glück. Sonne scheint. Ich habe eine wunderschöne rote Hose. Zur passenden Hose habe ich ein wunderschönes rotes Fahrzeug hier. 488 GTB Ferrari. Serienmäßig 670 PS. Er hat verbaut Novitec 200 Zöller Renncards. Von Fabspeed Chargepipes, Ansaugpipes, wunderschöner Heckflügel hinten von Novitec, ein paar Anbauteile. Der Kunde tankt 102 Aral. Wir machen heute Software drauf. Ja, wir messen das Ding original. Der Christian wird jetzt gleich hinten den Diffusor wegmachen. Dann geht es auf den Prüfstand. Wir messen original, wir machen unsere Software drauf und loggen alles mit und schauen, wie viel Leistung rauskommt. Also legen wir direkt mal los. Auto ist drin, ich übergebe ans Bichek. Ihr könnt jetzt mal schauen, wo das Motorsteuergerät verbaut ist, wo man überall was wegmachen muss. Sehr spannend, sehr interessant. Also. So, wie ihr sehen könnt, ist es alles gar nicht so einfach, nämlich um ans Steuergerät zu kommen, müssen wir hinten rechts das Rad wegmachen, den Radlauf rausmachen und da dahinter befindet sich das Motorsteuergerät. Der Christian macht jetzt noch den Diffusor weg, damit wir das auf dem Prüfstand schön anspannen können, das Auto, weil der hat ja hinten keinen Abschlepphaken, weil mit einem Ferrari ziehst du ja kein anderes Auto. Der hat natürlich vorne eins, weil mit dem Ferrari musst du manchmal gezogen werden. Und ich zeige euch jetzt was. Wir machen das Auto nicht nur schneller, sondern auch leichter, weil wir kippen hier mal die ganzen Steinchen raus, die hier sind. Oh. Schaut. Kieselsteine überall. Also, es geht los. Porsche E-Mede 17 Steuergerät, Ferrari 488 GTB, 670 PS. Wie lese ich das aus? Mit dem Autotuner, Bench, über die Kabelchen, direkt auf die Stecker drauf, lese ich das jetzt aus. Dazu wähle ich Ferrari aus, ich gehe auf 488, dann nehme ich den 670 PS, ich habe hier Bench, klicke ich auf Bench. Als erstes natürlich muss ich ja wissen, wie ich das halt anschließe. Dazu drücke ich hier auf Anweisungen, dann macht er mir hier eine Seite auf, zack. Und er sagt mir, welches Kabel, oh, das ist ja sogar beschrieben, wo das Motorsteuergerät ist beim Autotuner, also ziemlich bedienerfreundlich. Dann sagt er mir, welche Kabel ich nehmen muss. Hier ist der Anschlussplan. Nach diesem Anschlussplan verbinde ich jetzt hier diese Kabelchen. Ja. Das Bichek hat mir hier Zwiebelsalat reingemacht, ja. Weil der alte Pole, der dreht die Kabel immer rum, extra um mich zu ärgern, damit es länger dauert. Und wenn es so Zwiebelsalat ist, dann springe ich an die Decke und das weiß er. Deswegen kriegt das Bichek heute kein Mittagessen. Ja. Wir gehen schön essen, heute ist samstags, wir lassen uns gut gehen. Und das Bichek, der kriegt trockenes Brot, die Sau. So, wir haben hier einmal Plus. Dann haben wir Pin 50 Plus. Dann brauchen wir einmal Masse. Dann brauchen wir Can Low und Can High. So. Und wenn wir alles richtig angeschlossen haben, dann sollten wir jetzt eine Identifikation bekommen. Dazu klicke ich hier auf ECU identifizieren. Er erkennt schon den Infineon Trico Prozessor. Das heißt, wir haben alles richtig angeschlossen. So, er hat alles erkannt, Softwarestand. Jetzt gehe ich auf ECU lesen, normales Lesen über Bench. Dann speichern wir das hier mal und los geht's. Das dauert jetzt, glaube ich, 2 bis 3 Minuten. Er connectet sich jetzt, liest jetzt direkt aus, Reading iFlash. Ah, das geht sogar schneller wie 2 Minuten. Wie ihr seht, 8, 9, 10, 11, 12 Prozent, also ziemlich zügig. Ne? So, Christian ist soweit fertig. Wir haben alles vorbereitet. Novitec-Sachen sind raus. Wir gehen jetzt auf den Prüfstand. Eingangsmessung, Software drauf, Ausgangsmessung. Und dann gucken wir, ob wir was nachschieben können, weil 102 Oktan sind drin. Well, there's no problem. If you had a gun, shoot him in the head. Wir sind jetzt hier bei meinem Kumpel Arsim Archelemeo, der fährt jetzt das Ding hier schön drauf. Dann machen wir die Eingangsmessung. Arsim, sag mal Servus. Der Keller ist sehr groß, das heißt, immer wenn ich aussteige, muss ich den Sitz ganz nach hinten machen, weil sonst passt er mir nicht rein, ja? Und
Wir messen jetzt, wir loggen jetzt, schauen, was rauskommt und dann kommt die Software. Also. Seht ihr? Der passt fast in das Auto nicht rein. Schaut euch das an, wie er da reinsteigt. Hat sich den Kopf angeschlagen, blutet hinten jetzt. Holt mal vom Bandzeug. Perfekt. Also, die Eingangsmessung beginnt jetzt. Ich logge jetzt hier alles mit. Ich sehe hier die ganzen Werte. Und dann schauen wir mal, was hier rauskommt. Und danach machen wir uns an die Software. Haltet euch die Ohren zu, es wird laut. Wir messen. Eingangsmessung gemacht. Wir haben ein Ergebnis von 628,9 PS und 730 Newtonmeter. Also es fehlen tatsächlich so gute 40 PS. Ne? Aber klar, es ist auch sehr warm heute. Wir haben knapp 30 Grad. Und anhand von den Loks sehe ich, Zündwinkelrücknahmen sind keine. Wir fahren jetzt hier bei Drehzahlende noch 16 Grad Zündung. Das Auto hat eigentlich konstant einen Ladedruck von 1 Bar, ja, bis Drehzahlende. Das erhöhen wir natürlich ein bisschen. Von der Zündung schauen wir, dass wir nachher so 20, 21 Grad fahren, weil allein mit der Zündung holen wir locker 40 PS raus. Der Zbyszek, der macht jetzt hier mit dem Wagenheber kurz das Auto hoch. Wir haben ja Radlauf weggelassen, dass wir ans Steuergerät kommen. Hier könnt ihr nochmal das Ergebnis sehen. Wir haben hier 628,9 PS, ja, und einen Drehmoment von 730 Newtonmeter, ja. Etwas weniger als sie angeben, aber naja, wie gesagt, es ist heiß, ein bisschen Toleranz darf drin sein. Wir schauen jetzt mal. Alter. Erster Test, Stufe 2 mit 200 Zeller Rennkarts. Wir haben ein Ergebnis von 795,5 PS und 934,1 Newtonmeter. Ich sehe hier maximalen Ladedruck von 1,5 Bar. Ja, und es hält eigentlich sauber durch, fast bis Drehzahlende. Drehzahlende haben wir noch 1,4 Bar. Jetzt schaue ich mir mal schnell die Zündung hier an. 19 Grad, noch keine Rücknahmen. Das heißt, wir können da noch etwas was? Nachschieben. Jetzt haben wir ein bisschen Zündung, 3 Grad Vorzündung gegeben und etwas magerer gemacht, weil wir noch ziemlich fett waren, 0,76, jetzt haben wir auch 0,78 und dann messen wir jetzt, gucken, was es ausmacht. So, meine Lieben. Mode 2 war drin, Mode 2 wurde gemessen. Was ich geändert habe zu der vorherigen Messung, also vorher hatten wir 790 PS. Ich habe 3 Grad Vorzündung gegeben und etwas abgemagert auf 0,78 anstatt 0,76. Und es hat gebracht fast 30 PS, nee, 32 PS sogar. Wir haben jetzt eine Leistung von 822 PS und 960 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, wenn wir das jetzt anschauen zur Eingangsmessung, also Eingangsmessung waren knapp 630 PS, jetzt 822, das heißt, wir haben fast 200 PS mehr. Könnt ihr euch das vorstellen? 200 PS, wie viel das ist, ja? Drehmoment von 730 auf 960, 230 Newtonmeter. 200 PS und 230 Newtonmeter mehr über den kompletten Drehzahlbereich. Ihr seht, wir haben jetzt auch zum Schluss noch die Drehzahl um 300 Umdrehungen weiter aufgemacht. Wir drehen jetzt bis 7,8 anstatt 7,5, ja? Und das hilft, weil wir sehen, dass es eine maximale Leistung bei maximaler Drehzahl hat. Das heißt, rein theoretisch, wenn wir dann aufmachen würden jetzt auf 8,1 oder 8,2, dann hätten wir dann bestimmt nochmal 40, 50 PS. Aber wir lassen das jetzt so, das passt. Jetzt gehen wir auf die Autobahn. Interessant wird 100 auf 200, 200 auf 250 und dann schauen wir mal. So, wir bauen das Ding wieder zusammen. Ich helfe Christian schnell hier bei dem Diffusor.
natürlich mit Sicherheitsschuhe von Birkenstock. Ja, wie ihr seht, habe ich sie an. Es ist nicht schwer, wenn das Ding mir auf den Fuß fällt, weil das ist ja Leichtbauversion. Von daher helfe ich dem schnell. Der Mo fährt mit mir diesmal auf die Autobahn. Ich glaube, der Mo ist in seinem ganzen Leben noch nie ein 822 PS Auto gefahren. Und ich bin gespannt, wie er reagiert. Ob er aussteigen will oder ob er doch im Auto mit drin bleibt. Schauen wir mal. Er schüttelt den Kopf und sagt, nee, er will nicht aussteigen. Oder sagt er, nee, er will nicht mitfahren. Wir sind jetzt hier unterwegs auf die Autobahn. Der Mo hat sich doch getraut mitzufahren. Ja. Er hat lange überlegt, aber er hat gesagt, die 822 PS, die lässt er sich nicht entgehen. Das Feeling von 100 auf 200 will er auch mal mitbekommen. Und so sind wir jetzt auf dem Weg, sind gleich auf der Autobahn. Dann testen wir mal 100, 200. Wir schauen, wie der Verkehr ist. Vielleicht schaffen wir auch den Test von 200 auf 250. Von 0 auf 100 brauchen wir nicht testen, weil wir die Traktion eh nicht auf den Boden bekommen mit den Reifen. Und dann schauen wir mal, gell? Also, lass uns mal hinpfeifen, gell? Hört mal ein bisschen, Achtung! So, Autobahnauffahrt, good old Germany Autobahn, immer noch unbegrenzt hier bei uns, deswegen mag ich das so. Dann schauen wir mal 100, 200, 200 auf 250 aus dem dritten Gang raus in Automatikmodus. Wir lassen ihn selber mal schalten. Schauen wir mal, was da kommt. Ne? Verdammt schnell, sage ich euch, 220 schon, 240, 250, 260 war das schon. So, meine Lieben, 488 GTB ist fertig, Auto ist wunderbar. Wir sind gefahren 100 auf 200 zu zweit in 4,9 Sekunden, ja, bei 31 Grad Außentemperatur. Und wenn der Mo dann draußen wäre, der Mo, wenn ich ihn so anschaue, hat bestimmt so gute 80 Kilogramm, dann kann ich euch sagen, dass ich alleine mit dem Ding selbst bei 32 Grad Außentemperatur nur 4,6 mache. Und wir geben das Auto jetzt zurück. Die Framers und Editors fahren nach Hause und ich gehe nochmal alleine auf die Autobahn und probiere nochmal alleine die 100 auf 200. Mal gucken, ob Verkehr das zulässt. Wenn ja, zeigen wir euch das. Also. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zum nächsten Video.